SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Merkel, die wichtigsten beiden Begriffe und Worte, die Sie in Ihrer Rede benutzt haben, war wir werden, wir werden, wir werden. Und man fragt sich, wer hat eigentlich in den letzten 4 Jahren regiert in dieser Bundesrepublik Deutschland? Alles, was zu tun ist, alles, was zu tun ist, was wichtig ist, was diesem Land Richtung geben könnte, haben Sie in die Zukunft projiziert. Sie hätten das in diesen 4 Jahren anpacken müssen, und das haben Sie nicht getan. In der Präambel Ihres Koalitionsvertrages, Frau Merkel, heißt es sehr vollmundig, Sie wollten dem Land, Ihre Regierung wolle dem Land eine neue Richtung geben. Sie, Herr Westerwelle, Herr Seehofer, wollten Deutschland zu einem neuen Aufbruch in das neue Jahrzehnt führen und die Zukunft mit neuem Denken gestalten. Das war, Sie sind ja sehr genügsam, sind sehr genügsam. So, und Herr Westerwelle sprach immerhin von einer geistig-politischen Wende. Das stand am Anfang vollmundig in Ihrem Koalitionsvertrag bzw. spiegelt Ihr Selbstverständnis wider. An diesen Ansprüchen sind Sie auf ganzer Linie gescheitert. Denn statt Aufbruch gibt es Stillstand, statt Richtung gibt es Kreisverkehr und statt Tatkraft gibt es Abwarten und Beobachten. Dieses Wort spielt in Ihrer Rede auch immer eine Rolle. Wir beobachten. Nein, Sie haben die Richtlinienkompetenz, um zu handeln für dieses Land Bundesrepublik Deutschland. Sie haben in diesen 4 Jahren unser Land mit einer Sprache des Ungefähren, der Unschärfe überzogen. Eine klare Haltung ist Ihnen bei diversen Wendemanövern nicht zu erkennen gewesen, nicht bei den Volt in der Europapolitik, nicht bei der Energiepolitik, erst mit einer Laufzeitverlängerung, und dann sind Sie dort gelandet, wo Rot-Grün 10 Jahre schon vorher da gewesen ist. Eine solche Haltung war nicht erkennbar bei der Wehrpflicht, nicht bei der zeitgemäßen und überfälligen Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und auch nicht in Ihrem Frauen- und Familienbild, das mehr dem 20. Jahrhundert zugehörig ist als dem 21. Jahrhundert. Und diese Haltung ist auch nicht erkennbar gewesen angesichts der Spaltung des Arbeitsmarktes, mit der Folge einer Spaltung unserer Gesellschaft, mit dem Ergebnis, dass das Normalarbeitsverhältnis in Deutschland nicht mehr der Normalfall ist. Jürgen Habermas hat in einem Spiegelartikel zitiert, oder ich zitiere ihn, Ihre öffentliche Person scheint jeder normative Kern zu fehlen. Sie haben dem Land eine rhetorische Beruhigungstablette verpasst. Unser Land leidet an einer politischen Unterzuckerung. Sie unterfordern die Wählerinnen und Wähler mit Blick auf die Zukunft dieses Landes. Und wir erleben jüngst, dass Sie in der NSA-Affäre und auch Herr de Maizière in der Drohnenaffäre besonderen Wert darauf zu legen, genau zu wissen, was Sie nicht wussten. Sie sind aber hier auskunftspflichtig zu dem, was dort passiert ist. Deutschland ist in den letzten 4 Jahren unter Wirt regiert worden. Das entlastet von Anstrengungen. Das verteilt keine Anstrengungen, das führt nicht zu irgendwelchen Beschwerden. Das eckt eben nicht an. Aber viele Bürgerinnen und Bürger wissen, dass darüber eben Zukunft auch nicht gesichert wird. Sie sind die Architektin der Macht, aber sie sind nicht die Architektin des Landes. Eine Ihrer ersten Entscheidungen in dieser Bundesregierung, in dieser schwarz-gelben Bundesregierung, war die Einführung eines Mehrwertsteuerprivilegs für die Hoteliers. Und eine Ihrer letzten Entscheidungen war das frauenpolitisch, arbeitsmarktpolitisch und integrationspolitisch falsche Betreuungsgeld. Beides, vermute ich, haben Sie sogar gegen Ihre eigene Überzeugung geopfert. In dem ersten Fall gegenüber der FDP und im zweiten Fall gegenüber der CSU. Zwischen diesen beiden Entscheidungen liegen 50 Gipfel, an denen Sie maßgeblich teilgenommen haben. 50 Gipfel, fast in jedem Monat einen Gipfel. Und über allen Gipfeln ist Ruhe.
In Ihren Koalitionsverhandlungen 2009 ging es wesentlich um die Frage, ob die Steuerentlastung vielleicht 20, 25 oder 30 Milliarden sein könnte. Das war schon damals ein grandioser Anfall von Wirklichkeitsverleugnung. Aber es war Ihr Wahlversprechen. Was ist eigentlich daraus geworden? Sie wollten eine Überarbeitung des Regimes der reduzierten Mehrwertsteuersätze. Was ist aus dieser Steuerpolitik geworden? Das Einzige, was Sie jetzt zum dritten oder vierten Mal aufgießen mit Herrn Schäuble, ist erneut die Abschaffung der Gewerbesteuer. Ja, gute Reise zu den Kommunen, wenn Sie das machen. Noch im Frühjahr dieses Jahres haben Sie eine Rentenreform, ein Rentenkonzept der CDU-CSU angekündigt beim DGB. Was ist daraus geworden? Nichts, gar nichts ist daraus geworden. Frau von der Leyen läuft mit einem Pappschild rum, da steht Lebensleistungsrente drauf. Das ist ja nicht mal Beschlusslage Ihrer Partei, nicht mal das. Applaus 2011 verkündeten Sie das Jahr der Pflege. Die letzte große Pflegereform stammt aus dem Jahre 2008 von Ulla Schmidt, aber nicht von Ihnen. Was ist aus der Breitbandausbaustrategie geworden, um Deutschland auch im Nichtballungsbereich ein schnelles Internet zu versorgen? Was ist daraus geworden? Erkennbar nichts. Die Energiewende, die ist ein reines Desaster. Sie ist aus der Sicht von vielen die größte Investitionsbremse in Deutschland seit Jahrzehnten. Sie wollten mit einem Stufenplan den Anteil der Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten, ich zitiere, maßgeblich erhöhen. Was ist daraus geworden? Und in einem TV-Duell damals mit Frank-Walter Steinmeier kündigten Sie eine Malusregelung bei Managergehältern an. Was ist all aus dem geworden? Nichts. Alles angekündigt, abgewartet, ausgesessen. Oder wie ein Journalist geschrieben hat, alles vertagt, verpatzt und versenkt. Das gilt übrigens auch in Europa. Wo ist es denn in den letzten Monaten spürbar gewesen, dass Sie mit großem Ehrgeiz den von uns mitgetragenen Wachstumspakt in Europa auch wirklich durchgesetzt haben? Was haben Sie getan nach der Verkündigung einer Jugendgarantie im Februar diesen Jahres? Und ich bleibe dabei, wo ist die Realisierung der Finanzmarkttransaktionssteuer geblieben? Stattdessen haben wir es mit sehr wohlklingenden Etiketten zu tun. Bildungsrepublik Deutschland, das Jahr der Entscheidung, der Herbst des Vertrauens oder vielleicht auch umgekehrt, das Jahr der Pflege, Lohnuntergrenze, Lebensleistungsrente, Flexiquote, Mietpreisbremse, die Sie sich zu eigen gemacht haben, aber dann hier im Deutschen Bundestag gegen die Mietpreisbremse gestimmt haben. Alles Etiketten auf leeren Flaschen. Wann und wo, Frau Merkel, gab es in dieser Legislaturperiode ein Projekt, eine Vorstellung, eine wegweisende Vorstellung, von mir aus eine Vision, die über diese Legislaturperiode hinaus diesem Land Zukunft und Richtung geben sollte? Wann haben Sie Ihr Amt in die Waagschale geworfen, wie alle Ihre Vorgänger, und Ihre Richtlinienkompetenz ausgeübt, um diesem Land eine Richtung zu geben? Sie beanspruchen eine Richtlinienkompetenz, aber ohne Richtlinien geben zu wollen. Sie sind doch nicht die Präsidentin der Republik, sondern Sie sind als Kanzlerin für dieses Kabinett verantwortlich. Das Kabinett, das das tatenloseste, zerstrittenste, rückwärtsgewandteste, aber vollmundigste Kabinett seit der deutschen Wiedervereinigung ist. Sie malen ein Land, Sie malen unser Land in schönen Farben. Und ja, ich habe da gar keine Schwierigkeiten und ich freue mich mit Ihnen darüber, dass es ein starkes Land ist. Ein starkes Land mit starken Unternehmen, mit einem einmalig tüchtigen Mittelstand, mit vielen Familienunternehmen. Ein Land mit einer sehr starken industriellen Basis und einer entsprechenden Facharbeiterschaft. Ein Land mit einer intakten und wichtigen Sozialpartnerschaft. Ein Land mit vielem ehrenamtlichen Engagement und einem Land, dessen letzte umfassende Reform von Ihrem Vorgänger Gerhard Schröder stammt. Das ist unser Land. Sie fahren und Sie haben in dieser Legislaturperiode seit 2009 Ernten eingefahren, die Sie nicht gesät haben. Und Sie haben in dieser Legislaturperiode nichts für zukünftige Ernten getan. Gleichzeitig erleben wir allerdings in unserem Land zusätzlich zu dem, was Sie sagen,
dass es 7 Millionen Menschen gibt, die unter 8,50 Euro verdienen. Dass es 1,4 Millionen Menschen gibt, die trotz Vollzeit aufgestockt werden müssen, weil sie monatlich so wenig Geld haben, dass die Gemeinschaft der Steuerzahler die Dumpinglöhne aufstocken muss, die sie von ihren Arbeitgebern bekommen. Sie haben recht mit einer gesunkenen Arbeitslosigkeit. Und darüber freuen wir uns alle. Und gleichzeitig weisen viele Beobachter aus, dass Deutschland das Land mit dem größten Niedriglohnsektor in Europa ist. Sie haben keineswegs, wie Sie eben behauptet haben, dem Missbrauch von Leiharbeit, Zeitarbeit und Werkverträgen einen Riegel vorgeschoben, sondern dieser Missbrauch hat sich in diesen 4 Jahren in unserem Land ausgeweitet. Wir haben es mit dem erschreckenden Zustand zu tun, dass 1,5 Millionen Menschen in den 20er ihres Alters keinen Schul- oder keinen Bildungsabschluss haben. Und gleichzeitig wissen wir um die Gefahr eines Facharbeitermangels. Wir haben es mit einem Land zu tun, das die historisch niedrigste Investitionsquote hat, und zwar sowohl öffentlich wie auch privat. Das heißt, unsere Investitionen in Deutschland sind laut OECD-Zahlen 2% unter dem Durchschnitt der anderen OECD-Staaten. Das sind 50 bis 52 Milliarden Euro. Fakt ist, dass viele Kommunen in einer Notlage sind, dass viele Kommunen ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen können, weil ihre Finanzlage so marode ist, dass sie all die Aufgaben in dem nachbarschaftlichen Bereich der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr erfüllen können. 140 Milliarden Euro beträgt der Investitionsstau von Kommunen. Fakt ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich in den letzten 15 Jahren weiter auseinandergegangen ist und zu Spannungen in unserer Gesellschaft führt. Sie wollen mit Blick auf die Steuerpolitik, die Sie vorhin noch mal dargestellt haben, Sie wollen Steuerpolitik zu Lasten Dritter machen, nämlich zu Lasten der Kommunen, die bei solchen Steuersenkungen, wie Sie sie hier für richtig gehalten haben, anschließend ihre Gebühren, insbesondere auch in ihre Kindertagesstättengebühren, erhöhen müssten. Viel wichtiger als solche Steuersenkungen wäre es, dafür Sorge zu tragen, dass die Eltern gar keine Gebühren mehr für die Kindergärten bezahlen müssen. Wir wissen um einen drohenden Pflegenotstand. Wir wissen darum, wenn weiter so regiert wird wie bisher. All das gehört zu einer vollständigen Beschreibung unseres Landes. Nicht nur den Blick auf das Gute, Schöne, Problemlose, Anstrengungslose werfen. Und kommen Sie mir nicht mit Schwarzmalerei. Das sind Fakten, die sind nicht gefällig, die lassen sich auch durch ein Einlullen der Wählerinnen und Wähler nicht unsichtbar machen. Eine rot-grüne Bundesregierung unter mir, mit mir als Bundeskanzler, wird deshalb einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn einführen. Wir werden den Missbrauch von Leiharbeit und Zeitarbeit und von Werkverträgen bekämpfen. Wir werden deutlich mehr Geld in die Bildung finanzieren und investieren, weil die unterfinanziert ist in Deutschland. Wir werden die kommunale Finanzlage verbessern. Wir werden eine Pflege- und Rentenreform verabschieden, die diesen Namen verdient. Wir werden die Kinderbetreuung und die Ganztagsschulen in Deutschland ausbauen. Und wir werden in die Infrastruktur mehr denn je investieren müssen, weil sie in Deutschland verfällt. Dazu werden wir in der Tat einige Steuern für einige erhöhen und sind damit ehrlich. Und wahrhaftig, weil anders diese Zukunftsinvestitionen nicht zu finanzieren sind. Und da die höheren Einkommensbezieher, die hohen privaten Vermögensbesitzer, die Gewinner der Einkommens- und Vermögensverteilung der letzten 15 Jahre sind, halten wir es verteilungspolitisch auch für richtig, die stärker zur Finanzierung von 4 zentralen öffentlichen Aufgaben heranzuziehen. Für Bildung, für Infrastruktur, für Kommunen und zum Schuldenabbau. Wenn Sie von einer Umverteilung reden, und das ist ja immer die Geisterbahn, in die Sie alle Menschen hineinführen wollen, nach dem Motto, da sind die Sozialdemokraten und dann müsst ihr alle eure Handtaschen und eure Portemonnaies zunähen, weil sie euch das Geld rausziehen, dieses ganze Horrorgemälde, das Sie da immer brauchen als Pappkameraden, um Ihre Munition loszuwerden. Wenn Sie von Umverteilung reden, dann sage ich Ihnen, ja, es gibt Umverteilung. Es gibt seit 10 bis 15 Jahren in Deutschland eine deutliche Umverteilung. Und zwar nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Und das sagt Ihnen nicht die SPD, das sagt Ihnen das Statistische Bundesamt. Deshalb gehen wir diese Debatte über Umverteilung
und über eine stärkere Heranziehung der oberen Einkommensbezieher und privaten Vermögensbesitzer für die Finanzierung öffentlicher Aufgaben, die gehen wir sehr gerne ein für diese vier Zwecke. Ja, es ist etwas aus dem Lot geraten in diesem Land. Und zwar nicht nur mit Blick auf die Einkommens- und Vermögensverteilung, nicht nur mit Blick auf die Spaltung des Arbeitsmarktes, die offensichtlich wird, wenn man sich vorstellt, dass fast 25% nicht ganz inzwischen in sogenannten prekären Arbeitsverhältnissen sind. Wenn man sich vorstellt, dass jeder zweite Arbeitsvertrag inzwischen befristet abläuft. Wenn man sich vorstellt, dass viele Jugendliche von einem Werkvertrag zum anderen sich hinhangeln und so unsicher sind, dass sie darüber in der Tat keine Kinder in die Welt setzen. Und ich weiß, wie das mit einem Werkvertrag ist. Mein Berufsweg begann einmal mit einem Werkvertrag und wurde dann in den Perspektiven ziemlich unsicher. Nein, in diesem Land ist etwas aus dem Lot geraten, nicht nur mit Blick auf die Spaltung des Arbeitsmarktes, die prekäre Beschäftigung, sondern insbesondere auch, weil viele Steuerzahler sich inzwischen als die Dummen fühlen angesichts eines skandalösen Steuerbetruges. Es ist etwas aus dem Lot geraten, weil viele Steuerzahler sich als die Haftenden in letzter Instanz für die Zockereien und Risikoignoranz von Banken sehen. Und ich werde unterwegs von vielen Bürgerinnen und Bürgern angesprochen, ob der Ordnungsrahmen der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland eigentlich noch gilt, mit Maß und Mitte und mit Ausgleich, oder ob alle ihre Lebens- und Arbeitsverhältnisse nicht zunehmend von enthemmten, entgrenzten Marktkräften organisiert werden und in viele Lebens- und Versorgungsbereiche Marktkalküle Einzug halten sollen. Die beschäftigen sich mit der Frage, ob diese Republik noch im Lot ist. Nun bin ich gespannt, ob Sie auch noch die Autofahrer mit einer Pkw-Maut als die Dummen überziehen wollen und verkaufen. Das wäre dann zusätzlich zu den Steuerzahlern eine weitere Steigerung. Denn dieser populistische Klamauk von Herrn Seehofer mit einer Pkw-Maut für Ausländer, den müssten Sie doch eigentlich so schnell wie möglich stoppen. Denn Herr Seehofer verurteilt ja Sie schon auf die Oppositionsbänke, bevor die Wahllokale geschlossen haben, weil er ja keinen Koalitionsvertrag mit Ihnen ohne eine Pkw-Maut für Ausländer abschließen will. Ja gut, ich meine, dass er ein Quartalsirrläufer ist, das wussten wir schon. In dem Augenblick, wo er zum Beispiel Herrn zu Guttenberg und Herrn Röttgen als Glühwürmchen bezeichnet, Herrn Ramsau als Zarpeter, Herrn Söder bezeichnet er jetzt der Schmutzeleien und spricht ihm charakterliche Mängel zu, nach dem Motto, das kann alles gesendet werden, meine Damen und Herren. Aber damit gibt er nur Stoff für den Starkbieranstich am Nockerberg. Bei der Pkw-Maut bringt er entweder europarechtlich nicht durch, dann ist er ein Risiko für den Freistaat Bayern, oder es ist ihm egal, und dann ist er ein Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik Deutschland. Wenn er sich europarechtlich auf der richtigen Seite wähnt, weil er sagt, ich muss dann ja auch eine Pkw-Maut für die Inländer einführen, aber die kompensiere ich durch den Wegfall der Kfz-Steuer, dann muss man wissen, dass die deutschen Klein- und Mittelklassefahrer für eine Vignette doppelt so viel bezahlen müssen wie im Augenblick für die Kfz-Steuer. Und dann muss man wissen, dass die Autobesitzer in der Premium-Klasse doppelt so stark entlastet werden gegenüber ihren jetzigen Verpflichtungen der Kfz-Steuer. Ich will abschließend, Frau Merkel, noch einmal auf die Europapolitik eingehen und Ihnen mit sehr großem Ernst vorhalten, dass Ihre Einlassung in einem Interview, das in der Woche vor der Bundestagswahl gesendet wird, die SPD sei, ich zitiere, europarechtlich zuverlässig, weit mehr ist als eine Verirrung in diesem Wahlkampf. Das haben Sie gesagt, es wird gesendet. Noch einmal, der Vorwurf, die SPD sei europapolitisch unzuverlässig. Sie müssen genau wissen, dass Sie damit Brücken zerstören, dass Sie damit Gemeinsamkeiten in der Zukunft unmöglich machen, wo wir vielleicht auf diese Gemeinsamkeiten angewiesen sind. Denn, wie Sie gerade selbst ausgeführt haben, an einer europapolitischen Verantwortung meiner Fraktion bei der Verabschiedung von Rettungsschirmen hat es ja in den letzten Jahren nicht gefehlt. In manchen Fällen mussten wir Ihnen die Kanzlermehrheit erst besorgen.
Und in einem Fall, Frau Merkel, hätten Sie ohne uns ja wohl auch keine Zweidrittelmehrheit für den ESM bekommen. SPD unzuverlässig in der Europapolitik? Das werden wir uns mal merken. Denn meiner Partei fiel das ja nicht ganz leicht. Und meine Partei hat ja von vielen anderen geradezu den Vorwurf für diese konstruktive Behaltung bekommen, nach dem Motto, ja, damit habt ihr ja auch zugegeben, dass ihr gegen das Krisenmanagement von Frau Merkel in Europa keine Einwände habt. Keineswegs. Aber die SPD hat eben gezielt keine Obstruktionspolitik in Europa für oder in der Sache Europa betrieben, aus der Oppositionsrolle heraus. Nein, wir haben unsere Verantwortung wahrgenommen. Und eine Verantwortung, die auch noch hineinreicht, die wir vertreten können und zu der wir uns bekennen können, wenn wir diese Bundesregierung mit mir als Bundeskanzler stellen. Was wir dagegen an Verschleierungen von Ihnen erlebt haben, über 3,5 Jahre, an Verschleierungen erlebt haben über die Konsequenzen dieses Ihres Krisenmanagements, das entspricht nicht dem Wahrhaftigkeitsanspruch, der auch von diesem Pult gelten muss. Sie haben die Deutschen hinter die Fichte geführt mit Blick auf die Konsequenzen dieses Krisenmanagements. Und dann lupft Herr Schäuble ganz leicht ein bisschen die Kleider, so bis zu den Knöcheln. Und da wird dann deutlich, dass das noch so weitergeht. Die Eingeständnis oder das Eingeständnis eines dritten Griechenland-Paketes ist nichts anderes als der Hinweis darauf, dass das bisherige Krisenmanagement gescheitert ist, sondern dass Ihre sehr einseitige Fokussierung auf eine Sparkeule, die Sie anderen Ländern überziehen, eben nicht dazu beiträgt, dass diese Länder vom Krankenlager wieder hochkommen und dass die Jugendarbeitslosigkeit verringert wird und dass Banken stärker reguliert werden. Das wäre ein Ansatz für ein Krisenmanagement in Europa. Sie spielen auch hier auf Zeit. Sie sind auch hier schwammig, ungefähr. Sie betreiben hier mit Blick auf die Konsequenzen ein Hütchenspiel mit der deutschen Öffentlichkeit. Und werfen Sie der SPD nicht etwas vor, was Sie selber betrieben haben und was Sie selber gebilligt haben, nämlich eine Haftungs- und damit eine Schuldenunion, die es gibt, seitdem Sie das erste Mal dem Aufkauf einer griechischen Staatsanleihe durch die EZB zugestimmt haben. Seitdem haftet die Bundesrepublik Deutschland mit 27%. Und schenken Sie den Bürgerinnen und Bürgern darüber endlich rein Wein ein. Und darüber hinaus haben Sie im Juni 2012 ja noch viel mehr gemacht. Sie haben in einer europäischen Ratssitzung im Juni 2012 grundsätzlich zugestimmt, dass Banken direkt aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus finanziert werden können. Und das ist keine Haftungsunion? Und dann erzählen Sie den Steuerzahlern und Steuerzahlern nicht, dass in letzter Konsequenz von Fehlentscheidungen, Risikoignoranz ausländischer Banken die deutschen Steuerzahler haften? Das ist schon ein Ding. So, Sie haben das an eine auslösende Bedingung geknüpft. Ja, auch zur Beruhigung Ihrer Fraktion. Denn mir ist völlig klar, das haben nicht nur wir gemerkt, das haben Sie auch gemerkt, was da passiert ist. Nicht alle, aber einige. Einige schon. Sie haben das an eine auslösende Bedingung geknüpft, nämlich an die Herstellung einer Bankenunion. Und seitdem sind Sie sehr darum bemüht, die Finalisierung dieser Bankenunion in Europa zu verschieben. Aber Sie haben alle Ihre Kollegen oder die Staats- und Regierungschefs von diesem Rat und von dem jüngsten Rat im Juni alle nach Hause geschickt, dass unter Berücksichtigung dieser auflösenden Bedingungen die Direktkapitalisierung von Banken aus dem ESM möglich ist. Ja, dann sprechen wir es mal aus vor der Bundestagswahl. Nun wissen wir, dass die Bundesregierung weitergehende Verhandlungen erst im Herbst, also nach der deutschen Bundestagswahl, auch führen will, um dann zu entsprechenden EU-Richtlinien zu kommen. Ich sage klipp und klar für meine Fraktion, für meine Partei, mit mir als Bundeskanzler wird es kein deutsches Steuergeld zur Rettung von ausländischen Banken geben. Für Bankenverluste müssen vorrangig die Eigentümer, die Aktionäre und die Gläubiger dieser Banken haften. Das ist unsere Vorstellung. Und deshalb befürworten wir auch, was Sie auf der europäischen Ebene verschieben, nämlich einen Rechtsrahmen zur Restrukturierung und Abwicklung von Banken und einen Bankenfonds, einen Fonds zur Abwicklung und Restrukturierung von Banken, der aber nicht von den Steuerzahlern finanziert wird, sondern von den Banken. Und darin unterscheiden wir uns von Ihnen.
Wir haben, meine Damen und Herren, vier verlorene Jahre unter dieser Bundesregierung von Frau Merkel erlebt. Wir haben vier Jahre lang von der Substanz gelebt. Und deshalb braucht unser Land einen Neustart. Unser Land braucht eine Politik, die nicht nur ankündigt, die nicht nur beobachtet, nicht nur abwartet und nicht nur aussitzt. Es bedarf Tatkraft, damit in die Zukunft unseres Landes investiert wird, damit das Land stärker wird, weil es sozial gerechter in unserem Land zugeht. Dafür möchte ich als Bundeskanzler arbeiten und wirken. Vielen Dank. Das Wort als nächster Redner hat jetzt. Das Wort als